Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatute, beim Clan True Warriors. Ja, ich sage ja immer, nach dem Stream ist vor dem Stream. Und der Stream von gestern Abend, ich nehme also direkt danach diese Folge hier auf. Hat mich mal wieder begeistert, muss ich sagen. Ich war ja erst so ein bisschen knatscherig, weil ich zu spät gekommen bin. Das passt mir auch nicht. Ich bin eigentlich schon ein recht pünktlicher Mensch, aber es hat dann doch wieder totalen Spaß gemacht. Und auch mit der Werbeaktion von NoShitTV, die plötzlich meinen Chat hier ja total überflutet haben und ich dann schon ein bisschen so geguckt habe, so, was geht denn hier gerade? Ich wusste überhaupt nicht, was das heißt, ein Chat raiden. Und ich habe mich jetzt mal bei meinen Jungs schlau gemacht, die wussten genau, was das ist. Coole Werbeaktion hier von den Jungs und ich war schon total sprachlos, kurz mal perplex. Aber was eigentlich im Stream wirklich zu, so ein bisschen hängen geblieben ist, ist eigentlich meine Bauarbeiterbasis, ja? Denn ich vernachlässige sie so ein bisschen. Ich habe ja gestern auch schon gesagt, auch im Stream immer mal wieder wiederholt, ich kümmere mich da nicht großartig drum, denn das erste kleine Ziel habe ich ja erreicht. Ich habe diese Kanone hier auf 4 und kann jetzt die Kanone in der Hauptbasis auf 4 auch upgraden, aber also ich glaube, so ein bisschen muss man hier auch am Ball bleiben und mir konnte überhaupt keiner die Frage beantworten, was soll ich als nächstes machen? Einer hat wenigstens mal geschrieben, ja, mach die Babydrachen weiter. Das werde ich machen. Ich werde die Babydrachen weiter nach oben pushen. Und was ich hier letztendlich ausbaue, ich denke meistens erstmal das Elex-Lager, denn wenn ich meinen Bauarbeiter 2 Tage in die andere Basis schicke, wir hauen hier die Uhr schon mal an, dann ist das natürlich doof, dass ich hier in diesem Dorf hier wirklich, ich sag mal so, 1-2 Farmangriffe mache und dann sind die Lager wieder voll. Das ist ein bisschen doof. Deswegen habe ich gedacht, machen wir das lieber so und wir greifen hier mal jetzt richtig krass hier diese Base an. So, da haben wir schon, okay, da lösen wir schon mal die ersten Bomben aus und ja, wie gesagt, ich muss ja einfach ein bisschen weiterkommen. Denke ich mal, das Optimale ist natürlich immer ein Boost. Das wollte ich eigentlich im Stream machen. Ich habe das irgendwie versäumt. Es war auch wieder sehr viel auf einmal, was dann auf mich niederprasselt. Aber das Programm war ja auch stramm, muss man sagen. Ich hatte ja auch geschrieben, ich mache ein paar Dorfbesuche. Es wird Dorfbesuche-Videos geben. Ich werde Dorfbesuche-Videos ankündigen, also auch Folgen. Dorfbesuche-Video-Folgen, wo ihr mir eure Spieler-Tech einfach in die Kommentare reinbringt und ich dann wahrscheinlich, wenn es mir zu viel wird, so einen Zufallsgenerator damit reinschalte und dann gucken wir uns eure Dörfer auch mal hier im Video an. Das ist ja auch, cool, finde ich. Also ich finde das auch, ich gucke solche Folgen auch gerne und muss sagen, man findet immer mal wieder ein Layout für seine Base oder für seine Truppen. Ja, verloren. Naja. Und deswegen wird es sowas geben. Ich werde das auch ankündigen, wann das dann sein wird. Und ich glaube, das ist eine gute Action, sage ich mal, an der Stelle. Sowas einfach mal durchzuführen. Oh, hier ist gleich die große Riesenbombe. Das ist natürlich sehr cool. Muss ich mal so sagen. Mal gucken, ob wir hier... Ah, okay, da ist auch noch... Ah, der Sprung war super, der hat nämlich meine Truppen genau in die Mitte der Base gebracht, zu den ersten Defense-Gebäuden. Und ich denke mal, dieses Mal bekomme ich das Rathaus auch, oder die meiste Hütte ist es ja. Und ja, dann ist das eine coole Action, finde ich. Also wie gesagt, ich habe das ja auch noch nie gemacht, so nach dem Motto, schreibt mir eure Bases in die Kommentare. Ich gucke mir die an, ich bewerte die. Solche Sachen wird es bei mir auch geben. Auch mir schwebt ja immer mal wieder was im Kopf rum. Das schwebt mir schon die ganze Zeit im Kopf rum. Boah, wieder verloren. Toll. 48. Hat er 4% mehr gemacht als ich. Das schwebt mir schon die ganze Zeit im Kopf rum. Nur man muss es auch umsetzen. Und ich will das vernünftig umsetzen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mal so. Kündige das schön an. Dann wisst ihr auch Bescheid, wann ihr mir das in den Kommentaren reinpinnen könnt. Und dann machen wir hier schöne Dorfbesuchsvideos. Ist auch, ich finde das immer total interessant, andere Dörfer von anderen Clans. Und
deswegen ist das sicherlich eine gute Sache. Ich glaube, das wird auch gut ankommen. Ich denke auch bei euch. Ja, wir sehen hier, dass ich hier prozentual doch daneben bin. 40%, das wird nicht reichen, denke ich mal. Da ist dieser Gegner auch wieder besser. Ich greife wirklich nicht gut an. Oh doch, wir haben gewonnen. Okay, den haben wir gewonnen. Können wir jetzt schon was machen? Ne, 280.000. Und die hier brauchen noch mal ein bisschen mehr. Ich glaube, das kriegen wir nicht. Ich glaube, man kriegt das dann nicht mal in einem Angriff hin. Also man muss in der Liga höher, damit man hier die Pötte auch voll kriegt. Mann. Das ist wirklich krass, muss ich mal so sagen, an der Stelle. So, da hat es schon mal einen meiner Riesen erwischt, aber das ist nicht so schlimm. Ich denke mal, die machen trotzdem die Mauer auf und die Riesen tanken hier jetzt das, was hier bei mir außen rumläuft. Das ist jetzt nicht so schlimm. Mal sehen, ob die Bomber nicht da in die Mitte gehen. Die machen ja auch mal Gebäude. Und nicht nur, ich scroll mal ein bisschen rein, und nicht nur Mauern. Klar, bevorzugt machen die Mauern, aber wenn dann so ein bisschen was da rumsteht, okay. Den ersten Stern haben wir, den 50% Stern zumindest schon mal, aber ich denke mal, das Rathaus werden wir jetzt nicht mehr bekommen. Heute Abend hat mir einer in den Chat auch reingeschrieben, was hältst du eigentlich von den Kanonen? Haben die nicht eine ziemlich zu große Reichweite? Ja, die haben für meine Verhältnisse und ihr habt es ja gerade gesehen, das waren zwei Kanonen, die decken die ganze Base ab, sind diese Kanonen so ein bisschen von ihrer Reichweite her, aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Mensch. Von ihrer Reichweite her doch überdimensioniert. Also das ist echt viel zu viel. Und wir können die Babys hier weiter leveln. Das machen wir auch. Jetzt haben wir leider nicht genug Gold für dieses Lager hier. Da fehlt uns noch so ein bisschen was. Das macht aber nichts. Wir haben ja noch so ein bisschen Boost. 5 Minuten auf den Sammler hier. Mal gucken, was in den 5 Minuten noch reingeht. Und wir können sofort wieder angreifen, denn wir sind voll im Boost hier. Ich habe ja schon erwähnt, dass den finde ich gut. Also da kann ich wirklich gut mit leben, mit diesem, ich glaube, ich habe jetzt den 8 Minuten Boost und ich wollte die Uhr ja auch updaten auf 10 Minuten Boost. Und ja, das ist eine coole Sache. Einer der Community-Gäste heute Abend im Stream hat mir auch getippt, Mensch, Toto, nimm mal ein bisschen Bartsch hier, beziehungsweise nimm mal die Bogenschützin, die sorgen unter Umständen eigentlich immer, ja, nicht immer, aber halt immer öfter für so 70% so außenrum. Du kriegst das Rathaus natürlich nicht, aber du kriegst so ein bisschen was außenrum und wenn es dann nur die 50% wären, der Gegner muss das ja auch erstmal bei dir holen. Und deswegen glaube ich, ja, da sind 57%. Mal gucken, ob da noch was geht. Geht der Tesla noch? So stark ist er hier nicht wie in dem Hauptdorf. Ah ne, da geht nichts mehr, schade. Okay, aber 57%. Gucken wir mal, ob wir Pokale gemacht haben. Ah ne, ist ein Draw, ist ein Unentschieden. Da kann ich natürlich bestens mit leben, mit so einem Unentschieden. Und weil nicht verloren ist immer besser als unentschieden. Oh, das ist eine coole Base hier, sehe ich gerade. Da muss ich mindestens einmal die hier bemühen, dass die hier so ein bisschen so ein paar Fallen auslösen und die Clanburg machen. Machen sie auch, dann ziehe ich mal ein paar Bogenschützinnen nach. Und da gucken wir mal, ob wir wieder so um die 50% erreichen hier. Jetzt haben wir natürlich keine Tanks mehr in der Base, aber die Def ist auch sehr weit weg und wir haben noch viele von den Schützen hier im Dorf. Komm, schafft ihr die Kanone hier, die Doppelkanone. Ja, wir kriegen das Rathaus, wir kriegen die Doppelkanone und vielleicht noch ein Lager. Ah, die Kanone da oben kriegen wir nicht. Kriegen wir noch ein Lager? Nein. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Dieser Bogi, warum läuft der dahin und macht nicht aus der Distanz das Lager? Das ist mir ein Rätsel, echt. Naja, 48 verloren, toll. 61% gemacht. Mann, das sage ich auch ganz oft. Mann. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Mann. Gleich kommt mein Mann. Mann kommt gleich. Ist ja ganz witzig, sicherlich für die etwas älteren Zuschauer unter euch. Eher interessant, so einen Spruch mal in einem Clash of Clans Video zu hören.
So, mal gucken da oben. Die Uhr müssen wir in jedem Fall kriegen. Die bringt richtig Prozente, glaube ich. Die gehen hier jetzt alle drauf. Okay, Bombe noch. Sprungfalle noch. Ja, super, alles ausgelöst hier, was hier überhaupt geht. Und 40%. Komm, geht da was? Macht die Kanone noch? Jawohl, die Kanone kriegen wir noch. 44%. Und jetzt kriegen wir wahrscheinlich auch noch die Luftbombe. Das sind noch zwei Bogenschützen. Jetzt noch einer. Und der ist leider auch jetzt weg. Okay, 48%. Also die Boost-Folgen hier sind schon immer krass. Aber wir haben gewonnen. Gute Sache hier. Immerhin ein paar Pokale. Ja, so muss man sagen. Aber eine coole Sache. Ich gucke immer so ein bisschen hier, wo der Zerschmetterer ist. Und der hat auch schon diesen Multimörser hier. Oh, naja. Der hat schon den Multimörser hier. Wisst ihr was, wie ich das dann ganz einfach mache? Ich latsche hier mal ganz behende rein und hau immer meine Barbaren raus. Vielleicht macht es ja mal die Masse. Wenn natürlich die erste Riesenbombe kommt, dann ist das gleich wieder vorbei hier mit der Masse. Und aber mal gucken, ob sich die Barbaren hier auf der Außenbahn nicht so ein bisschen hier durchfressen können. Und auf der anderen Außenbahn und in der Mitte tankt so ein bisschen der eine Riese noch, aber jetzt wollen die Barbaren hier schon rein. Weil außen nichts mehr ist und hier, da wollen die Barbaren auch rein und der hat schon gute Mauern hier. 30%, das ist noch ein bisschen mau. Da muss noch ein bisschen was gehen. Oh, jetzt rennen die raus zu der Post, also zu der Clanburg. Ja, keine Chance. 34, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, das weiß ich so. Das wäre ein Wunder, wenn wir den gewinnen. Aber wir haben schon mal eine Forschung angeworfen, das finde ich gut. Ja, ich habe es ja gesagt, das wäre ein Wunder, wenn wir den gewinnen. Denn gegen so einen, der auch schon diesen Multimörser hat, da hast du echt wenig Chancen. Ich würde sagen, also diesen hier machen wir genau so. Bombe hier ausgelöst und dann schicken wir hier mal ein paar Barbaren rein. Ein paar Riesen, um irgendetwas zu tanken und um Bomben auszulösen. Da kommt sicherlich noch irgendwo eine Sprungfalle, aber so eine Masse an Barbaren hier, na, die gehen natürlich schon ganz gut. Mal sehen, ob wir hier jetzt nicht mal das Rathaus erwischen können. Das wäre natürlich mega nice, wenn wir es kriegen. Und wir kriegen es. Wir kriegen es. Kriegen jetzt noch die Kanone, kriegen noch die Luftabwehr und kriegen nicht den Zerschmetterer. Okay, aber wir kriegen 50%, 53%. Hier hinten geht noch das Lager. Ja, aber mehr geht nicht mehr. Das war's. 57% ist aber gut. Ist gut. Das könnten wir gepackt haben. Mal sehen, ob wir nicht weiter nach 1600 mal wieder gehen, nach 1600 Pokalen. Und den haben wir auch gepackt. 1597, ja. Leute, wir bleiben hier im Boost, wir bleiben hier im Video, wir bleiben hier dran. An der Masterbase, am Pushen in die Masterbase hier. Und gucke mal, dass wir hier eine Bombe auslösen. Ja, wieso lösen wir denn hier keine Bombe aus, Mensch? Jetzt endlich lösen wir eine Bombe aus. Aber der Bomber kriegt das auf. Kriegt das auf? Nee, kriegt er nicht auf. Doch, kriegt er, glaube ich. Hat er, glaube ich, aufgekriegt. Jetzt habe ich zwar die Riesen hier so ein bisschen im Backhand, aber der Zerschmetterer ist weit weg. Und wir kriegen das Rathaus. Ich denke, wir kriegen es. Das sieht gut aus. Perfekt, perfekt. Also eine echt tolle Action hier. 35%. Das ist mau. Das ist mal mau. Mehr geht auch nicht. Nur das Rathaus gekriegt 35%. Oh, das holt nicht jeder bei mir. Hätte ich gar nicht gedacht. Das gucken wir uns mal an. Die Verteidigung. Dann seht ihr auch mal mein Dorf hier in der Verteidigung. Ich mache nochmal einen größer. Mal gucken, wie der Gegner hier so vorgeht. Ja, das sind schon ziemlich fette Mauern hier. Und jetzt habe ich hier natürlich meine Sprungfallen. Die sind auch echt schon nett ausgebaut. Die sind nämlich Max Level für Builder Hall 4. Bogenschützen hinterher. Okay. Und die sind auch schon 7er Riesen, 6er Bogenschützen und 7 Level 7 Barbaren schon. Und aber jetzt schlägt meine Rest der 4 zu. Ja, okay, das ist gut verteidigt hier. Passt. Nichts vom Boost verlieren hier. Oh, der Boost ist um. Oh, Leute, der Boost ist um. Tut mir leid, der Boost ist um. Wir haben 291.000, aber ich denke mal, dass wir noch ein bisschen was reinsammeln können. Das sind nur noch 9.000. So lange dauert es ja auch nicht. Dann stoße ich das hier in jedem Fall an. Und wie gesagt, hier die Meisterhütte ist im Stream so ein bisschen ins Hinterlicht gerückt. Und ich habe hier ja auch nur ganz behende mal angegriffen. Deswegen mal wieder eine Folge mit mir hier.
Only Meisterhütte. Ich hoffe, die hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns in dieser Woche ganz sicher mit einigen Clash of Clans Folgen wieder aus unseren Clan kriegen. Wir machen das ja teilweise aus zwei Clans und dann würde ich sagen, ich verbleibe euer Toto Clash. Bye bye.